Hallo zusammen, hier ist wieder Heutzler und heute wieder für euch in Devolve Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Wir wollen uns einmal den Erfolg Fundbüro anschauen und diesen finden wir unter Quests und dann Devolve Inn und dafür müssen wir Folgendes machen. Bringt alle verlorenen Andenken von Heilsturz zurück, die ihr mit Maera Eschild findet. Und ja, wo ist diese Person und was müssen wir genau machen? Also wir sind einmal im Heilsturz und hier auf den Koordinaten 60, 60 ist die Werte Maera. Und diese hat für Max-Level-Chars, also ihr müsst Stufe 80 sein, hat hier so 4 Quests, sowas um den Dreh rum. Und wenn ihr die letzte Quest macht, bekommt ihr ein paar Fundstücke. Und das sind solche Sachen wie das hier, klassifiziertes Tagebuch, hölzerne Figur und robustes Medaillon. Ihr könnt diese Quest dann jede Woche einmal machen und bekommt immer 3 Fundstücke. Ihr seht, also die, das habe ich in der ersten Woche gekriegt, die habe ich glaube ich in der zweiten Woche gekriegt und die mittleren sind jetzt aus der dritten Woche. Für die Quest müsst ihr einfach unten im Sumpf Mobs umhauen oder Sachen aufsammeln, also das ist eine ziemlich easy Sache. Das einzige Nervige ist, dass ihr halt 3 Wochen warten müsst, um das Achievement fertig machen zu können. So, wir haben jetzt diese Items hier rumliegen und die müssen wir jetzt quasi einfach an Bürger hier aus Heilsturz verteilen, ja. Und im Handy-Notes werden die auch schön gemarkt und es sind halt immer bestimmte Mobs, die diese Sachen entgegennehmen. Übrigens, die werden auf der Map auch als Quest-Mobs gemarkt, ne? Also hier die Amy, die hat jetzt zum Beispiel schon ein Quest-Symbol drüber und nimmt dementsprechend hier den das robuste Medaillon. Das können wir dann einmal abgeben. Und sogar gestärkt aus ihr hervorgehen. Und dann ist das quasi hier auch einmal raus. Wo ist das Medaillon? Und jetzt würde ich sagen, gucken wir noch die anderen auch an. Und zwar ist hier drüben dann kalzifiziertes Tagebuch. Das können wir dort abgeben. Hier haben wir dann quasi da unten einmal stehen. Hoffnung besteht immer. Wir müssen nur Jorill. Genau, das können wir auch abgeben. Also das ist jetzt hier auf den Koordinaten 48, 39 und das andere war jetzt etwa auf den Koordinaten 43, 51. Wie gesagt, ihr seht es dann auf der Map. Also wenn ihr so halbwegs in der Nähe seid, habt ihr es auch auf der Minimap, dass ihr quasi das Ausrufezeichen seht. Und ja, ich gebe jetzt das nur ab und dann würde ich sagen, zeige ich euch noch zumindest auf der Map die ganzen anderen Spots. Ne? Also wenn ihr bei den, wenn ihr quasi die andere Weekly-Quest kriegt, wo ihr dahin müsst. Und dann solltet ihr gut gewappnet sein, um auch das Achievement mitnehmen zu können. So, dann haben wir jetzt den letzten NPC hier hinten noch stehen. Und das ist einmal Baral oder irgendwie so ähnlich. Und der nimmt dann hier noch die hölzerne Figur. Die können wir auch noch abgeben. Und tada, da gibt es dann einmal ein Achievement. Und einen Haufen Temok-Sachen tatsächlich. Also da hat es alle möglichen Items gegeben, wie ich gerade sehe. Könnten wir theoretisch jetzt auch mal kurz schauen, was das genau alles ist. Legen wir es mal alles an. Ah, okay, du kriegst so ein Bauernoutfit im Endeffekt. Ja, sieht jetzt nicht berauschend aus, muss ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns die anderen Spots noch an. Und zwar können wir hier dann auf bereits gefundene Sachen gehen. Und ihr seht schon, in Meralda sind die allermeisten. Also wenn ihr so ein Teil findet, wenn ihr hier in die Stadt geht, dann habt ihr eine relativ gute Chance, dass ihr da eine Quest bekommt und die abgeben könnt. Also die beiden hatte ich euch schon gezeigt. Wir haben hier oben noch eins, zerbrochener Armreif. Könnt ihr dann abgeben, etwa hier oben auf den Koordinaten 65, 32. Dann haben wir Elfenbein Zunderkasten. Den können wir abgeben auf den Koordinaten 41, 34. Und ja, so gut wie alle anderen sind halt hier in der City. Also wir haben ein robustes Medaillon, das hatten wir eben gemacht. Dann haben wir filigrane Kleriker, das ist hier auf den Koordinaten 43, 49. Dann haben wir befleckter Kompass auf den Koordinaten 43, 51. Dann haben wir verbeulter Speer auf den Koordinaten 42, 55. Und dann haben wir ausgestopfter Spielzeug-Lux auf den Koordinaten 55, 36. Und wie gesagt, hier unten, ne, steht dann die Tuse auf 60, 60 und da könnt ihr dann die Quest beginnen. 3 Wochen braucht das ganze Event. Juti, dann sind wir am Ende von dem kleinen Videoguide angelangt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao!